Hier sehen wir eine 1630er Bernina. Eigentlich optisch sehr guter Zustand, aber krankhaft. Sehen wir da Greifer, wie das aussieht. Spulerträger ist draußen. Sehen Sie Faderreste und Staub, wo sie angesammelt hat im Greiferkörper. Dann schauen wir Spulerträger selber. Das ist voll mit Fader rundum. Das kann nicht gut nähen und keine guten Nähresultate geben. Wegen der Ischmaschine bei mir. So, das wäre als Erste. Tschüss, schönen Abend.